Dann habe ich den perfekten Gag für euch. Habe ich mit meinen Kindern auch gemacht. Die haben mich gut angeguckt. Also, hier, Manni und Frank und so, ne? Ja. Wenn ihr mal kleine oh, Kinder nein, sag mal. Die Pokémon kennen, dann müsst ihr eine Zitrone nehmen, in der Hand halten und dann sagt man, stellt euch mal dahin, ich habe hier einen Gag für euch. Und dann werft ihr denen die Zitrone vor die Füße und dann sagt ihr, los Pikachu, Donnerangriff. Die haben mich angeguckt. Haben sie nicht mitgerechnet. So, Isabella meldet sich von drüben. Das war scheiße, glaub. Nein, aber es ist... Oh, nee. Ah, ist fertig, geil. Obwohl, das war Stufe abgeschossen. Lass mich raten, jetzt wollen sie Holz haben, richtig? Ja. Ich hab's befürchtet. Das sind bei mir auch gleich. Pass auf. Das ist garantiert. Garantiert. Das oder ist ja Betonplatten, immer so. Das kann oder auch Beton, sein. Betonplatten, das kann auch sein. Die sind aber. Die sind aber. Nein, Ersatzteile zweimal. Das ist auch kein Problem. Kriegen wir auch leider. Ersatzteile haben wir auch drüben. Soll ich beim Hangar A kriegen? Ganz in der Nähe. Ja, dann guck mal. Vielleicht hast du ja Glück und kriegst sie. Ey, mobile Telefonie abgeschlossen. Geil. Wieder 8600 im Kasten. Ich frage jetzt nur, wie komme ich da am besten hin? Wie viel hast du? 700.000 Credits? Ich weiß gar nicht. Häuser. Gießkies. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Wo kann ich das sehen, wenn ich irgendwie... Einfach Steuerkreuz nach unten. Oder F4. Drück mal Alt F4. 262.000. Alt F4 habe ich mal zum Let's Player gesagt. Und er hat es auch wirklich gemacht, ne, Pop? Na, dumm, wer das geht nicht kennt. Noch. Ich hatte mal einen in so einem Spiel und der kam rein. Ne, das war so irgendwie. Ey Jungs, wie macht man denn hier in diesem Spiel den Cheat-Modus an? Wie gesagt, auch gesagt, welchen Cheat-Modus denn? Ich sag, wenn wir immer jetzt einfach nicht werfen, ne? Der Spieler nicht werfen, der Name sagt jetzt was, der war in dem Spiel wirklich so nicht werfen, so ein Zwerg. Und ja, wie machte man denn den Cheat-Modus an? Welchen Cheat-Modus? Ja, dass man schneller levelt und mehr Geld und mehr. Ey, jetzt gerade ein Eichhörnchen den Telefonmast hochgelaufen, geil. Und ja, dann habe ich gesagt, du, ganz einfach, drück Alt F4, dann geht der Cheat-Modus an. Nicht werfen verlässt das Spiel. Nicht werfen betritt das Spiel. Ey, da ist irgendwas schiefgelaufen, mein Spiel ist abgestürzt. Seit du hast du denn erst Alt gedrückt gehalten und dann F4 gedrückt? Dann muss man erst die eine Taste gedrückt halten. Nicht werfen verlässt das Spiel. Nicht werfen kommt. Sag mal, willst du mich verarschen hier? Passt nicht. Nein, hast du wirklich falsch gedrückt. Guck mal, das jetzt war einfach eine Schiene, du. Ja, zwei, dreimal. Bis das geschnallt hat, dass, ne, dass das die Taste ist, um alles auszumachen. Oh Mann, ey. Deswegen fahre ich auf die Schienen. Ihr macht das schon. Ich habe auch Zwangersatz da. Ich ziehe gerade eine LKW-Frack hinter mir her, aber ich bin kurz vor dem Abgabepunkt. Leider muss der repariert werden. Und das ist das Einzige, ich auf dem TUS sind meistens nicht genug Reserveteile drauf. Ja. Ja, leider die. Da kommst du im Moment ohne die Brücke nicht hin, aber wenn der LKW da oben erstmal steht. Guck mal, was der braucht, sonst fahre ich mit dem Reparaturhänger hier hoch. Geht ja auch. Ich habe schon gesehen, wo man Gleise reparieren muss zum Kotzen. Ja, ja klar, aber ne, 5er Ladefläche brauchst du als Hänger. Sonst kannst du eine davon nicht transportieren. Also, Spaß auf jeden Fall. Ist ja natürlich alles machbar, aber, ne? Bin spaßig. Oh, Winde lösen. Jetzt habe ich den hier oben schön im Dings drin stehen. Reparieren. So, wo haben wir es denn? Den Tatari, nein, ach, den Western. Scheiße. Da sind die Ölfässer zum Kotzen. Scheiße, komm. Ey, mir.
Mir fehlen noch immer ganz viele Reparatursachen. Räder fehlen. Das ist auch mies. Ölfässer unter der eine Brücke hier muss man aufsammeln. Und da kommst du hoch, schon mal mit dem Kolob, mit dem großen Hänger gar nicht. Na super, ey, da ist die Brücke fertig. Nochmal 8250. Da war Zuckelsbrücke, die ist tatsächlich. Oh, so, guck mal, da ist noch eine weitere Brücke. Wenn Zuckel jetzt rüberfährt, die Straße voll, dann kommt da noch eine Holzbrücke zum Upgrade hin, ne? Ach, da hinten? Nee. Ja, doch. Doch, sehe ich schon. Wie wird der eingezeichnet? Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, du musst erst den Wagen komplett reparieren. Der hat ein Leck, da läuft der Sprit raus. Bei meinem? Nee, bei meinem, den ich gerade repariert habe. So, jetzt zeig ich mir mal eben. Also die Brücke bei Zuckel ist jetzt repariert, richtig? Genau, richtig. Und da kannst du jetzt ohne Probleme rüberfahren. Das heißt, und die nächste, den Weg da rüberfahren. Ja, dann, ne? Kommt noch die Holzbrücke. Die muss noch repariert werden, damit man zu dem Upgrade kommt. So, da bin ich jetzt hin. Und da kann Holzbrücke. Da jetzt... Und ja, genau. Und bei der anderen Sache kann ich jetzt rüberfahren, wenn ich es richtig sehe. Und die nächste Brücke. Sehr gut. Vielleicht will ich erst alle Brücken und Steinschläge wegnehmen. Ja, genau. Ist ja auch richtig. Ja, kann ich den TUS aber jetzt einlagern am besten. Bergen. Ist das der Kofferaufbau ist für die ist der Reparaturanhänger, ne? Ja, ich glaube schon. Steht aber auch bei. Da steht dann bei, wie viel Liter und Reparatur 800, Ersatzräder 6 und dann muss ich noch einen Tankanhänger dranhängen. Ja, guck mal, ich habe jetzt den Servicezusatz, der hat ja dann keinen Sprit. Sprit ist ja nicht drin, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja, beim Gelben ist das auf jeden Fall. Also der große Gelbe, wie beim Flughafen, die Dinger. Ja, den habe ich ja, genau. Aber der hat keinen Sprit drin, meine ich. Da ist normalerweise Sprit auch mit drin. Hier steht aber nur Reparieren drin. Ich geh nochmal auf Bergen. Individualisieren, Rahmen, Kofferaufbau. Service steht da drauf. Und da steht drauf Reparaturteile 800, Ersatzräder 6. Das ist nicht der Anhänger. Nein. Es gibt auch einen festverbauten in Gelb. Flach ist der, nicht roh. Der flache. Der ist dann da hinten steht da dann ein bisschen über. Ja, den kann ich auf dem Teil gar nicht draufbauen. Das ist das Problem wahrscheinlich. Okay. Ja, das könnte sein. Der hat nämlich dann auch Reparatur und ist. Aber der Servicehänger, da sollte der Reparatur vorher. Ja, der Kolob hat das ja nicht. Ich gehe mal eben gucken. Ich nehme mal den Pacific Star und dann guck mal, was der beim Individualisieren hat. Also ich habe Holzbrücke angenommen, aber. Er sagt mir nicht, was ich da liefern soll. Ah, das ist der hier. Wartungskofferaufbau. Holzbrücke angenommen. Holzplanken zweimal. Habe ich ja schon drauf. Ja, du musst erstmal die Quest aktivieren. Solange du die nicht verfolgst, kannst du ja nicht abgeben. Ja, die finde ich ja nicht. Genau, das ist es doch. Wenn du da ist, wenn du nur die Funktion hast, wo Neustarten steht, dann musst du eventuell einmal die Taste gedrückt halten, dass dann das Fenster aufgeht, für dass du die Fracht abgeben kannst. Das haben wir nämlich jetzt auch schon öfters gehabt. Guck mal, der hat das, der geht auch. Der Westernstar, der könnte das machen. Individualisieren, reif. Ketten ja auch für Schlamm, ne? Aber da baue ich jetzt erstmal die 51er drauf, die dürften besser sein wie die 47er. So, die 6000 habe ich mir jetzt mal gegönnt.
Komm, vergiss es. Individualisieren, sollte mal was sagen. Hm? Dem brauche ich auch nicht hinfahren. Weil der hat nur 300 Reparaturteile und das reicht nicht. Ich brauche 500. Mit anderen Worten, ich nehme Tankanhänger mit. Racklager. So, okay, ein Sägewerk, da brauchen wir gar nicht hinzufahren. Da gibt es aktuell auch kein Holz oder sonst was, ne? Ja. Das hier scheint was. Ja, da muss ja erst die Stämme hinbringen. Genau. So, 800 Reparaturteile, das reicht. Und dann nehme ich einen Tankanhänger mit und dann passt. Weil ich mache nämlich gerade hier hinten die Upgrades frei. Ja, ja genau, jetzt könnt ihr ja die Upgrades könnt ihr ja jetzt holen. Guck gerade, ob irgendwas zu reparieren ist oder irgendwas zu. Da haben wir schon alles. Tankanhänger angehängt. Fuchen hier. Guck mal, Manni ist in die Dings reingefahren. In Straßengraben. So, wieder da. Schatzi ist gut angekommen. Das ist schön. Der Papa hatte sich schon Sorgen gemacht. Ja, ich hab doch gesagt, fahr gut an. Hat er nicht mitgekriegt. Nee? Oh, sorry, Papa. Er steht gerade im Straßengraben und Pause. Schläft er? Weiß ich nicht. Ne, Papa schläft nicht, er kriegt nur schwere Luft. Ah, okay. Wer schläft hier? Niemand! Jetzt kommt man. Ich hab dich gerade im Straßengraben stehen sehen, Manni. Ich wollte mal so ein paar Blümchen pflücken. Ah, Gänseblümchen pflücken. Ja, so nennt man das heutzutage. Alter, benimm dich. Nee, was ist das? Kann man das essen? Ich habe gerade auf den Tiger habe ich gerade einen Reparaturanhänger draufgesetzt und ich ziehe einen Tankanhänger hinterher. Ich hoffe mal, dass wir den Waldwestern-Star gleich repariert haben. Mhm. Wie gesagt, erste Upgrade habe ich gerade schon freigeschaltet. Ja, habe ich gesehen. Da unten ist noch ein Wachturm. Möchte da einer hinfahren? Geht das jetzt? Da über die Brücke sollte jetzt einer ohne Probleme hinkommen. Ja. In Notfall mache ich das gleich. Ist ja auch nicht das Problem. Kriegen wir schon irgendwie alle hin. Boah, 16 Reifenschaden hier. Ich fahre sowieso in die Richtung. Lasst mich machen, ich fahre in die Richtung. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier... Ich esse mal rauchen, so. Mach das. Bis gleich, Papa. Bis gleich. So, jetzt möchte ich nur mal wissen, komme ich da über diese Kackbrücke gleich rüber oder wo ist denn da der Weg drüber? Das gucke ich mir jetzt mal an. Und wo geht's dann da hinten weiter? Du Scheiße, hier die Brücken im Wald, ne? Brotmeister, die sind ja kacke. Ja, ich hab... Ach ja, auf der einen Karte nur mal so. Du hast ja gerade einen Wolf gesehen, ne? Da steht immer, kann man aus der Entfernung sehen. Soll ich euch mal ein Gimmick verraten, was es auf der einen Karte hier gibt? Yeti. Genau, hier gibt es den Yeti. Hier kann man den Yeti sehen an der richtigen Stelle. Ne, hier ist der Yeti. Okay. Oh Gott, ein Zuckel fährt vor mir. Differentialsperre steht zum Kauf. Das ist aber ein Monster von Brücke hier. Neuer Truck entdeckt. International Pacer steht zum Kauf zur Verfügung. Na, und jetzt kommt die große Frage: Wie geht's hier runter? Ich muss ihn mir jetzt mal gleich ganz genau angucken in Ruhe. Sag mal, kann ich dann auch einen Anhänger bergen? Nee, das geht leider nicht, ne?
Nein.